Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, mit den vielen Mods drin noch. Und ja, ich habe so richtig Bock wieder Pixelmon zu zocken. Ich finde es einer der besten Mods. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen die Droprate, also die Spawnrate der Pokémons hochgeschraubt. Und wie ihr rechts oben seht, habe ich noch den Pixel Pokeradar installiert. Jetzt sehen wir, gelb sind die normalen, die orangen sind die Bossgegner. Dann gibt es noch Violette, das sind die Boss, also die Legendaries. Und grün sind die, die markiert sind. Momentan ist Pikachu markiert und ja. Da sieht man schon gut, was dann in der Nähe ist, damit wir nichts verpassen. So, wir haben ja hier recht viele Sachen geholt letztes Mal und machen jetzt mal ein Kürbisfeld. Brauchen wir das überhaupt? Naja, ein Kürbisfeld will ich schon haben. Dann mache ich doch das hier am Wasser. So. Einfach so, weil es schön aussieht, so ein Kürbisfeld. Mache ich hier ein Kürbisfeld. Und jetzt wollen wir ja das Haus bauen. Unser schönes Haus. Dazu brauchen wir viel Holz. Ich muss viel Holz irgendwie haben. Und eine neue Kiste. Ja, was haben wir denn für Holz zur Verfügung? Wir haben da das Tropenholz, wir haben das Eichenholz, wir haben Hopseedholz. Hopseedholz? Nee, das ist nicht die Farbe, die ich will. Ich möchte auch nicht Eukalyptusholz, oder? Ja. Pink will ich natürlich nicht. Das will ich auch nicht. Das ist Violett. Ja, müssen wir Holz suchen gehen zuerst. Schade, ich habe gedacht, wir haben hier irgendwas. Hier haben wir eine Wüste. Hier gibt es nicht so viel Holz. Wir gehen jetzt mal nach rechts unten und trainieren unser Gewehr ein wenig. Wir brauchen mehr Aprikotko, genau. Ja, okay, leveln wir das Ding noch nicht, bevor wir nicht ein paar Pokébälle haben zum Fangen. Ich brauche schon ein paar schwächere Pokémons. Da haben wir jetzt noch nicht. So, hier ist auch Hopseed. Was heißt das auf Deutsch? Hopweizen. Hopsamen. Irgendwie so etwas. Und wir haben ein Power White. Ich weiß leider nicht, was die machen, aber ich nehme mal das rein. Für ihn. So, und ich denke, hier kommt dann ein neues Biom so langsam. Ich denke, das ist nicht so groß, das Biom. Hoffe es jedenfalls. Und dort sehe ich ja ganz viele Pokémons. Was ist denn dort? Was ist hier passiert? Hier oben. Wieso sind dort so viele? Ah, das ist Wasser. Im Wasser sind so viele. Ja, eigentlich habe ich im Wasser die Pokémon zurückgeschraubt und nicht höher gemacht. Deshalb kann ich das jetzt gerade nicht so verstehen. Nehmen wir hier mal ein paar Blümchen mit. Sieht schön aus. So. Hier haben wir ein Schneebiom. Und wenn wir ein Waldbiom haben, dann können wir dort uns mal so richtig niederlassen. Dann können wir nicht von dort umziehen, weil ich
tausendmal lieber in einem Wald wohne, als irgendwo auf in einem Hochlandbiom. Das sieht so grässlich aus, also nicht so schön für mich. Und ja, weil wir noch kein Haus haben, können wir das gut zügeln. So, haben wir das. Und jetzt suchen wir noch andere Bäume. Hier haben wir zum Beispiel noch von den Aprikokos. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Ja, die haben wir schon. Und da war doch auch eins da. So. Wir gehen weiter weg von diesem Biom. In diese Richtung. Die Radfratznerven. Ein bisschen. Dort unten haben wir ein Poké-Center. Sehr schön. Gehen wir mal zum Poké-Center. Leider können wir die Sachen dort nicht abbauen, ohne dass sie zerstört werden. Aber vielleicht gibt es ja dort irgendwas. Ich denke, die Tauschmaschinen leider auch, wenn es ein großes Pokémon-Center ist. Das ist ein bisschen schlecht. Also gehen wir mal dorthin. Hier ist das Poké-Center, sehr schön. Dann haben wir ja schon mal ein Pokémon-Center gefunden. Ah, das ist falsch herum. Wir müssen hier rum. Oh, hier ist der rote, sehr schön. Roter Aprikoko, den brauchen wir unbedingt. So. Und sonst. Wir haben noch eine blaue Blume. Nehmen wir natürlich auch mit. So, jetzt. Hallo, wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Poké Center 1. Und hier ist ein Ding, ein Markt. Hier sind die Maschinen. Ja, nehmen wir nichts mit. Das ist ein ganz kleines. Es gibt noch eine zweite Größe, eine mittlere Größe, glaube ich. Wo dann, glaube ich, drei oder vier Heilmaschinen gibt. Und dann gibt es noch ganz groß, wo es runter geht, und dort sind noch eine Tauschmaschine. Und die mittleren haben, glaube ich, auch eine Tauschmaschine auf der Seite irgendwo. Und wir haben Rock Smash. Felsschlag oder so. Felswucht. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Gut, hier haben wir ein verstecktes Item, das Power Anklet. Eins erhöht die kritische Trefferchance oder so. Und das andere erhöht den Angriff, den physischen Angriff. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Das nimmt mir mal Wunder. Der Gyroball haben wir. Ein Gyroball, was ist ein Gyroball? Ah, das ist ein Angriff. Ein Angriff. Kein Pokéball. Hallo? Gut. Hier haben wir weiße und blaue. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich bald alle. Was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Ja, da fragt ihr mich. Eigentlich haben wir alle, oder? Das ist gut, wenn wir alle haben. Und wenn nicht, auch kein Problem. Dann finden wir sie halt später. Oh, ist das groß, dieses Biom.
Wie können wir so ein Winterdorf bauen? Eine Winterstadt? Es gibt leider keine in der ersten, also in Kanto. Aber wir können auch andere nehmen. Also wenn ihr Idee habt für ein Dorf oder Stadt, die es in der Pokémon-Welt auch gibt, dann dürft ihr die Dinge. Aber oder ihr könnt ein Dorf oder Stadt, die es nicht gibt, vorschlagen und dann die Einzelheiten so beschreiben, was ihr gerne haben wollt in dieser Stadt oder in diesem Dorf. Und alles Mögliche. Ich werde alles bauen, solange als ich Bock habe. Ich habe sogar mehr Bock zu bauen in der Pokémon-Welt. Oder für die Pokémon-Welt. Und ja. Also wenn ihr irgendwelche kennt, was schön aussehen würde oder so, dann dürft ihr das natürlich liebend gerne posten. Es ist sowieso ein interaktives Projekt, alles frei wählbar. Und ja, nutzt die Gelegenheit, nutzt die Chance, irgendwas vorzuschlagen, damit ihr später noch viel Spaß habt an diesem Projekt. Und ja, es gibt also sehr viel noch zu machen, zum Verbessern, zum, ja, damit die Pokémon-Welt schön aussieht und so weiter. Und vielleicht werde ich es ja mal als Server machen. Eventuell. Aber dafür müsst ihr zuerst ein bisschen öffentlicher werden. Ich brauche mehr Fans und so, weil so ein Server kostet halt. Und ohne dass jemand online ist die ganze Zeit, macht es halt auch keinen Spaß als Serveranbieter, als OP. Und ja, es wäre natürlich sehr, sehr toll, wenn ihr da ein bisschen, wenn ihr vorwärts machen könnt für mich, Vorschläge bietet, liked das Video, es teilt, damit die Videos mehr gefunden werden und mehr Sachen schreibt, wenn sie nicht gut sind und so weiter. Oder mich lobt, wenn sie gut sind. Das ist sehr wichtig. So. Dann haben wir mal alle. Dann werden wir uns mal auf die Produktion konzentrieren von den Pokébällen. Und gehen kurz hier ins Pokémon Center 2. Und dann laufen wir halt weiter. Aber hier ist schon ein gigantisches Schneebiom. Oh, ist das gigantisch. Das sind zwei Biome wahrscheinlich. Also hier könnten wir eine riesen Stadt bauen. Und hier hat es zwei Pokémärkte nebeneinander. Das ist ja krass. So. Also. Pokécenter 2. Und jetzt schauen wir die mal an. Hier hat es leider nichts. Es ist ein kleines Center. Also es ist eine richtig lebendige Welt, möchte ich gerne mit euch herstellen. Bauen. Dann können wir so ein richtiges Rollenspiel machen und so weiter. So, hier sind die Center. Schauen wir mal in die Center rein. Das ist wahrscheinlich gleich, ja. Die Endertruhe können wir leider nicht mitnehmen, ohne dass sie kaputt geht. Da brauchen wir, glaube ich, Silk Touch. Ein Rare Senti. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier rüber gehen. Oh, ein Pokécenter haben wir. Ah ja. Genau, ein Pokécenter. Da haben wir gleich zwei Center hier. Ja, hier ist auch nichts, schade. Das sind zwei kleine Pokémon-Märkte. Das Center ist wahrscheinlich auch nicht groß. Das Grüne nehme ich noch mit hier.
So. Schauen wir hier rein. Ja, ist ein kleines. Okay, dann gehen wir zurück. Zombie Spawner Haus 1. So. Gut. Haben wir sonst noch welche? Müssen doch welche noch sein, oder? Okay, dann setzen wir die dorthin. Bisschen näher hier ran vielleicht. Dann machen wir die in der Reihenfolge. Gelb, grün, schwarz und weiß. So, jetzt sollten die eigentlich wachsen. Dann machen wir hier noch eine Treppe nach oben. So, damit wir hoch können. Und jetzt legen wir mal die Sachen hier hin. Und schauen wir mal das Fichtenholz an. Ja, es ist halt nicht ganz so schön. Wenn wir jetzt mit dem Chisel arbeiten, haben wir überhaupt den Chisel-Mod drin? Oder muss ich den noch reintun? Ja, er ist nicht drin. Dann machen wir so und so. Kabende Blöcke. Und ich muss schauen, wie die gehen. Ja, das ist toll, wenn man nicht die Crafting-Rezepte nicht weiß. So irgendwie. Wie gingen die schon wieder? Ja, da muss ich noch nachschauen. Machen wir die einfach mal so. Die kann man dann leicht wieder abbauen. So. Gut. Jetzt kann man die so. Den könnte man sie noch ändern, aber leider weiß ich die Crafting-Rezepte nicht. Ah, Bicycle Range, das ist der falsche. Ja, toll. Okay, dann mache ich kurzen Stopp und schaue nach, dann sehen wir uns wieder. Oder ich kann es so, glaube ich, zeigen, wird dann der Ding wird die Aufnahme abgebrochen. Weiß ich nicht, ich rede einfach mal weiter. Carpenter Crafting. Schauen wir gleich mal, wie das geht. Was ist denn das? Kabende Block Mod.
Ich möchte die Crafting-Rezepte, bitte. Wiki. Ich möchte wissen, wie die Werkzeuge gehen. Tools. Den Hammer brauche ich. Ah, mit Kram der Blöcke. Und so. Okay, gut. Also. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht nicht. Aber es geht mit selbigen Kram der Blöcken. Mal schauen, ob die auch gehen. Ja. Sehr schön. So und so. Und so. So. Jetzt kann man die ändern, nämlich. Die aufteilen, kann die auch so aufteilen. Ja. Kann man eigentlich Half Steps draus machen. Und wenn man den benutzt, kann man die Struktur ändern. Sehr schön. Da möchte ich gerne etwas Schönes. So. Sieht irgendwie komisch aus. Noch mal umändern. Ja, sieht schon am schönsten aus. Wir brauchen einfach einen anderen Block. Ja, wollen wir weiter erkunden. Wir wollen jetzt zuerst mal ein paar Pokébälle herstellen. Tja. Die Qual der Wahl. Können wir eigentlich noch eine Säge herstellen, aber wir haben zu wenig Eisen. Die Säge braucht ein bisschen mehr Eisen. Wir haben kein Eisen mehr. Hier haben wir noch Eisenerz. So. Gut. Können wir die noch anpflanzen? Bitte nicht kaputt trampeln. Das ist sehr wichtig. Hier haben wir Bambus, so können wir Schnüre herstellen. So. Ja, dann müssen wir schon fast dann weitergehen. Hoffentlich finden wir in den Megabiomen einen Wald, der genug schön ist. Dann machen wir ringsum eine Farm oder so. Oder auf den Seiten dann die Stadt, die erste. Zum Beispiel Verdania City oder so. Einfach ähnlich. Also es muss nicht haargenau so aussehen. Ich weiß gar nicht, was die Eigenschaft von Verdania City ist. Da muss ich noch nachschauen. Wahrscheinlich so bläuliche Dächer oder so. Ich denke mal, blau ist die Farbe dort.
Oder grün, weiß ich jetzt nicht. Ich werde es einfach mal anfangen, dann können wir sie noch ändern, die Stadt. Und dann können wir eigentlich hier Dinge machen, Marmoria City und so weiter. Also der Hammer, der geht wie? So ist ja der normale Hammer. Die Säge meine ich. Die Säge geht glaube ich so. Dann ist hier noch etwas. Was war hier? Tja, müssen wir auch noch nachschauen. Ich brauch die Säge. Handsaal. Okay. Geht aber nicht. Das ist das falsche Rezept. Ich brauche das neue Rezept, das ist wahrscheinlich noch das alte. Das ging doch anders. So, hier ist auch noch das alte. Das geht bei mir nicht. Ich will doch wissen. Ja, toll. Ich möchte doch wissen, wie man die Säge herstellt. Ja, toll. Wenn man die jetzt hier hin tut und irgendwie ja, eine Eisentür möchte ich nicht herstellen. So irgendwie. Es muss doch irgendwie so sein. Machen wir es nochmal so. Dann so. So. So, so. Tja. Wenn man den neuen hat. Wenn man die neue Version hat, dann weiß man nicht. Wie es geht. Mikroblocks New Handsau Rezipe. Ja, aus Diamanten möchte ich sie nicht gerade machen. Geht sie nur noch aus Diamanten? Nein.
Kann doch nicht sein. Steht das hier irgendwo? Man kann sie wirklich nur noch als Diamanten machen. Mist, haben wir Diamanten? Ja. So machen wir die halt als Diamanten. Ja, es geht. So. Jetzt können wir zum Beispiel die zerstückeln. Ne? Aber die müssen drin sein. Ah ja, stimmt, mit dem Crafting Bench. Jetzt kann man die zum Beispiel so, mal kurz, so halb machen. Dann die noch teilen. Die noch teilen. Oder zum Beispiel hier rüber nehmen. Noch kleinere. Und mit denen sind die das die kleinsten. Es geht doch noch kleiner. Muss ich kurz schauen, wie die gehen. Okay, es geht nicht mehr kleiner, schade. Oh. Das sind Viertel, Achtel Blöcke wahrscheinlich. Kann man nicht platzieren. Ah, wegen dem Ding. Also seht ihr, da kann man richtig cool was bauen. Kann man zum Beispiel einen Stuhl bauen. Oder irgendwas. Eine Kiste. Kann man hier das drauf bauen. Und hier ein umgedrehter Stuhl und so weiter, also sehr, sehr, sehr geil. Und somit können wir recht gut das bauen. Aber jetzt gehen wir mal weiter und suchen das schöne Biom. So. Sehr gut. Haben wir alles reingetan und jetzt können wir weiter erkunden. Und wir haben die Dinge nicht. Wo sind die hin? Ich habe doch nicht Delete gedrückt. Hier haben wir ein pinkes. Ah, das sind glaube ich Shinies, die pinken. Suchen wir mal dieses Pinke. Das muss hier vorne irgendwo sein. Was ist es denn? Können wir es schon besiegen, aber fangen können wir es noch nicht. Oh, das ist schön. Das ist denn aber schön. Schöne Farbe. Also schönes Blau. Ich muss schauen, wie... Ah, jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie plötzlich da. Okay, gut. Wir müssen erkunden, weiter erkunden. Wir brauchen eines dieser Biome, dieser Waldbiome. Wir brauchen später für andere Städte auch noch Waldbiome oder Wiesenbiome und so weiter. Je nachdem, was am besten passt. Und ja, und die Musik ist ein bisschen zu laut. So. Gehen wir mal ein bisschen am Fluss entlang hier. Vielleicht führt er uns in ein Waldbiom. Ja, hier ist es schon ein bisschen grüner. Dort ist nochmals ein Poké-Center.
Aber das markieren wir jetzt nicht, sonst haben wir nur noch rote Dots auf dem auf der Karte. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, dass man Wolle auch sehr gut umändern kann, weil das brauchen wir vor allem Wolle zum Häuser bauen. Da ist ein blaues, nehmen wir mit. So, und ein schwarzes. Gut. Gehen wir mal in dieses Pokécenter, schauen mal. Aber es ist auch ein kleines, schade. Wieso nur kleine? Wieso gibt es nur so kleine? Aber so ein Schneebiom ist recht gut geeignet, um solche Sachen zu finden. Auch Türme wird es hier wahrscheinlich irgendwo öfters geben, aber irgendwo wurde das sehr, sehr begrenzt. Der Rinsmod gibt nur noch sehr wenige. Das ist ein bisschen schlecht. So, was haben wir hier? Power Bracer. Das hört sich doch auch gut an. Und hier haben wir einen Blattstein. Ein Blattsplitter. Hier haben wir auch Bergbiom. Ach Mist. Das dachte ich schon, wir haben etwas gefunden. Aber nein. Hier ist ein Glumanda, sehr schön. Ich brauche doch ein schönes Waldbiom. Ein großes am besten. Ein großes am besten. Ich will nicht schon wieder eine neue Karte anfangen. Ich habe immer so die Verleitung, wenn die Biome nicht stimmen, muss ich neu anfangen. Aber ich will es nicht enden. Oh, das ist ein schönes Pokémon. Ich kenne es, aber ich kenne. Ja, ich weiß, dass es existiert, aber ich kenne nicht viel. Das ist doch ein. Nein, das ist ein Ding auf der Karte. Ein Loch. Oder so. Gehen wir mal da drüben hin. Das ist hier oben. Was ist es denn? Zeig dich mir. Ein Loch, einfach ein Loch. Wieso nicht? Ein Loch muss es sein, ein Loch. Okay, bei dem Loch mache ich mal den nächsten Part und bis gleich.